Ja, mit einer kleinen Verzögerung. Ja, danke schön. So, dann wollen wir mal loslegen mit unserer Konferenz. Ich werde erstmal die Teilnehmer begrüßen. Liebe Speaker, liebe Sponsoringpartner, liebe Teilnehmer und Gäste, liebe Mitglieder des Marketing Club Berlin, liebes Team von Alex Berlin, liebe Medienmanagement-Studierende im Jahrgang 2017, lieber Herr Rode, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebes Team der DK Hochschule für Medien. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Udo Bomnüther. Ich bin verantwortlich für den Studiengang Kommunikationsmanagement an der DK Hochschule für Medien und habe heute die große Freude, Sie bzw. euch zur mittlerweile fünften Marketingkonferenz MMM Berlin 2019 begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr euch trotz des akuten Jahresendspurts die Zeit genommen habt. Wir sind schon ein wenig stolz auf dieses kleine Jubiläum. Als wir die Idee einer Marketingkonferenz vor 5-6 Jahren in kleiner Runde entwickelt haben und 2015 zum ersten Mal an den Start gegangen sind, damals unter dem Motto, das geht nur in Berlin, Food, Fashion, Fun, damals hätten wir nicht gedacht, dass wir in den kommenden Jahren eine solche Reihe gehaltvoller Events nachlegen würden. Für die, die da waren, ihr erinnert euch, 2016 ging es um Content Marketing, 2017 um Influencer Marketing, auch hier bei Alex Berlin, und letztes Jahr um Sport als Kommunikationsplattform. In diesem Jahr geht es bei der MMM Berlin unter dem Motto Content Quality Cash um Content-Strategien von News-Verlagen. Warum reden wir darüber? Da brauchen Sie nur unsere Studierenden fragen, wie viele von denen noch Geld für gedruckte Zeitungen oder Zeitschriften ausgeben. Nur gelegentlich bezahlt jemand tatsächlich für ein Online-Nachrichtenabonnement. Ganz im Gegensatz zu kostenpflichtigen Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon und Co., die gefühlt fast jeder junge Mensch nutzt. Auf den Punkt gebracht, es klafft eine Lücke zwischen der zunehmenden Bedeutung guter Nachrichten und der abnehmenden Zahlungsbereitschaft dafür. Diese, hier nur kurz angerissene Entwicklung, setzt die Anbieter von Nachrichten natürlich unter Zugzwang und fordert sie, neue Wege zu gehen. Wie sich der Medienmarkt für News verändert und welche Antworten die Nachrichtenverlage auf die aktuellen Herausforderungen bereithalten, werden im Folgenden unsere Speaker veranschaulichen. Nach der Begrüßungsrunde hören wir zunächst eine Keynote von Dirk Benninghoff von Fischer Appelt mit dem Titel »Recherche war gestern – Strategien gegen die Medienkrise«. Darauf folgt der erste Block mit 4 spannenden Impulsvorträgen, die sich mit dem Einfluss und Einsatz von Digitalisierung, Big Data, medialer Vernetzung und neuen Konzepten im PR- und Nachrichtensektor beschäftigen. Wir hören dazu den Digitalberater Martin Gutheil, Eike Tölle von unserem Kooperationspartner Landor Media, Christian Pieper von Funke Digital und Carina Kaiser von COTP. Danach gibt es eine kurze Erfrischungspause, gefolgt von 3 weiteren spannenden Impulsvorträgen. Meine liebe Kollegin Nele Hansen von der IUBH wird eine Analyse ökonomischer Effekte von Paid Content vorstellen, während Martin Wienz von Neue Narrative und Ragnar Sieradzki von Bild innovative Formen der Contentvermittlung behandeln werden. Freut mich besonders, Ragnar als Absolventen unserer Hochschule hier begrüßen zu können. Anschließend gibt es eine weitere Erfrischungs- und Umbaupause, bevor das Team der Journalismusstudierenden 2017 um John Cantara hier vor Ort live mit Alex Berlin auf Sendung geht. In ihrer 30-minütigen Magazinsendung stellen sie Future Narratives vor mit interessanten Studiogästen. Unter anderem wird Manfred Gördes vom ZDF History mit dabei sein. Nach einer kurzen Ankündigung der Marketing Club Junioren und der offiziellen Verabschiedung gibt es zu guter Letzt ein Get-Together in gewohnter Tradition mit leckerer Currywurst, Bier und Cola. Weitere Infos und Updates zum Programm findet ihr im ausliegenden Programmflyer und ganz aktuell auf der MMM Berlin Website. Dort steht auch ein Fachartikel von mir zum Thema Qualitätswahrnehmung und Zahlungsbereitschaft für News-Angebote zur freien Verfügung. Ich stelle darin die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Journalismusstudierenden bei 18- bis 29-jährigen Usern vor. Es lohnt sich also doppelt reinzuschauen. Nun noch 4 kurze technische Hinweise. Erstens, wie ihr vielleicht schon auf den aushängenden Schildern gesehen habt, ich glaube im Catering-Raum ist eins, gibt es einen WLAN-Zugang vor Ort, der genutzt werden kann. Zweitens, während der Konferenz werden Fotos und Filmaufnahmen gemacht, steht glaube ich auch im Flur schon. Sollte jemand damit nicht einverstanden sein, möge er sich bitte direkt ans Orga-Team wenden. Drittens,
Da wir nachher live auf Sendung gehen, bitte ich euch vor allem während dieser halben Stunde ab 17.15 Uhr um größtmögliche Ruhe und Rücksichtnahme auf das Team. Wer vor Sendungsende zwingend weg muss, möge bitte die Pause davor zum Verabschieden nutzen. Danke. Und viertens, ja, es kommt noch was Nettes. Wie ihr vermutlich auch bemerkt habt, befindet sich bei euren Sitzen für jeden eine prall gefüllte Goodiebag mit netten Giveaways, passend zum anstehenden Weihnachtsfest. Und als besondere Überraschung werden zwei von euch in ihren Goodiebags einen geldwerten Gutschein vom Escape Room Anbieter House of Tales finden. Viel Spaß damit. Kann man nachher mal suchen, wen es erwischt hat. Für die schönen Goodies und für die großzügige Unterstützung beim Catering und unserem medialen Auftritt danke ich an dieser Stelle sehr herzlich allen unseren Sponsoring-Partnern und Unterstützern. Diese sind Curry36, die uns bereits zum dritten Mal mit leckeren Speisen versorgen. Ganz großen Dank dafür. Ebenso danke an Warsteiner, die sogar schon zum vierten Mal dabei sind. Fritz Kulturgüter mit der guten Fritz Cola, Vegans mit den besonderen Snacks, House of Tales, dein Escape Room in Berlin, C+, Doc Weingart, Landau Media, Carry on Trade Publishing, App Squared, Schönwiese Kommunikation, die von Anfang an unseren Webauftritt gestalten und die Deka Konzernrepräsentanz. Weiterhin geht ein ganz großer Dank an unsere Veranstaltungspartner, den Marketing Club Berlin, speziell Thorsten Doyle, Jan Wittke und Andrea Kaul für die engagierte Unterstützung und an Alex Berlin, die uns zum zweiten Mal bereits diese fantastische Location samt Technik und Team zur Verfügung stellen. Tausend Dank dafür. Das verdient auch einen Applaus. Ebenso danke ich unseren hochkarätigen Speakern, die sich die vorweihnachtliche Zeit freigeschaufelt haben, um heute hier zu präsentieren. Und natürlich bedanke ich mich sehr, sehr herzlich beim Team der DEKRA Hochschule für Medien, das die Konferenz newsverdächtig gut organisiert hat. Vor allem dem kleinen, aber feinen Team der Medienmanagement-Studierenden des Jahrgangs 2017 für ihre großartige Orga-Leistung. Unseren Journalismus-Studierenden, die Berichterstattung, Moderation und Live-Sendung voll im Griff haben. Und natürlich meinem souveränen Kollegen und Vollblutjournalisten John Cantera, der sie betreut. Dem Team unseres Hochschul-TV-Magazins Straight Forward um Klaus Dörries. Friederike Wente und dem ganzen Hochschulmarketing-Team. Kyran Hasselhuhn, Frank Draber und Marco Peppel für den technischen Support. Selbstverständlich unserer Hochschulleitung. Und last but definitely not least, bei meinen lieben Kollegen Franka Futterlieb und Michael Beutner, die diese Konferenz von Anfang an mitbegleitet und vorbereitet haben. Ich hoffe, ich habe ansonsten niemand vergessen zu erwähnen und danke vorsorglich allen weiteren Helfern und Unterstützern und wünsche uns nun eine spannende, hochinformative Konferenz und übergebe das Wort an meinen Kollegen Michael Beutner. Bitte schön.